In Österreich rudern die Bundesländer Kärnten und Oberösterreich zurück und setzen im Kampf gegen Neuansteckungen mit dem Coronavirus wieder auf strengere Maßnahmen. In Ferienorten in Kärnten, unter anderem rund um den Wörthersee und in Villach, gilt jetzt zwischen 21 und 2 Uhr eine Maskenpflicht im öffentlichen Raum. In den vergangenen Wochen habe man unter anderem vor Gaststätten immer wieder Menschenansammlungen festgestellt, hieß es seitens der Behörden. Im Restaurant kann die Maske abgenommen werden. Wenn man einen zugewiesenen Sitzplatz hat, benötigt man die Maske nicht. Den restlichen öffentlichen Raum werden wir sehr wohl kontrollieren, vornehmlich die Trauben vor den Lokalen, die uns ganz besonders wichtig sind. Und hier werden wir natürlich nach entsprechender Information auch durchgreifen. Oberösterreich ist noch einen Schritt weiter gegangen und hat die Regeln, die vor dem 15. Juni galten, wieder eingeführt. In öffentlich zugänglichen Räumen, wie im Einkaufszentrum, in allen Geschäften, in Dienstleistungsbereichen, ist beim Kundenverkehr der Sicherheitsabstand einzuhalten und eine Maske zu tragen. Da man immer häufiger feststelle, dass Ansteckungsfälle aus dem Ausland eingeschleppt würden, so Kanzler Sebastian Kurz, weitete die Bundesregierung ihre für die Westbalkanländer geltende Reisewarnung auf Rumänien, Bulgarien und Moldau aus und forderte die Bevölkerung auf, nicht in diese Staaten zu fahren. Bitte reisen Sie nicht in diese Länder. Verschärfte Grenzkontrollen gelten bei Einreisen aus Slowenien und Ungarn. Die Lage in Kroatien steht laut Bundesregierung unter Beobachtung.